Hallöchen und willkommen zurück hier bei StarCraft 2 Heart of the Swarm. Wir haben hier auf, heißt es Zerus hier, ja, ne, sowas in der Art, haben wir den Kollegen hier hinten befreit, den Zurwan. Ja, warum auch nicht, ne, der ist so ein bisschen groß, der steht im Bild herum. Man sieht nur einen kleinen Teil davon, aber der ist echt tierisch groß. Wir haben hier alles sonst abgequatscht und alles gemacht, das heißt... Begib dich zum Geburtsort der Zerg. Dort wirst du geprüft werden. Vielleicht wirst du zerrissen. Doch wenn dein Zorn stark genug ist, gehört die Macht von Zerus dir. Ich weiß nicht, wie ich den Satz gerade unterbrochen habe, aber Zerus heißt der Ort, wo wir gerade sind. Hauptzielbelohnung 10. Wow, 10 Machtpunkte für Kerrigan. Bonuszielbelohnung 1 Machtpunkt für Kerrigan. Das ist ein bisschen, na. Neue Einheit Schwarmwirt. Die sind gar nicht mal so schlecht. Die sind halt, ich sag mal, auch eher Belagerungseinheiten, wenn man das so nennen möchte. Wie die schweren Panzer auch. Wobei, na, das ist, na. Die Panzer sind noch was anderes. Die Panzer sind auch gut zur Verteidigung. Ist egal. Es sind auf jeden Fall Belagerungsgeschichten hier. Belagerungseinheit steht auch da drunter. Die Schrecken erschafft, um Bodenziele aus großer Reichweite anzugreifen. Wie die Dinger genau funktionieren, das sehen wir gleich. Denn die Schwarmwirte, die, genau, Stachel und Sporenkrabbler können sich entwurzeln. Okay, haben wir schon mal gemacht. Die Schwarmwirte können Einheiten, also die erschaffen ständig solche kleinen Biester und die greifen dann an. Das heißt, die erschaffenen Biester sind kostenlos, können aber eine ganze, also die leben eine begrenzte Zeit oder wenn sie halt beseitigt werden. Das heißt, man kann damit relativ kosteneffizient andere Leute ärgern, aber halt auch nur Bodeneinheiten. Und natürlich Gebäude auch, weil die fliegen meistens nicht. Es sei denn, man ist heran und hebt damit ab, aber dann kann man die ja nicht benutzen. So. Sind auf jeden Fall, wenn man die richtig einsetzt, sind die Dinger ziemlich, ziemlich fies. Weil der Gegner mit dem Beseitigen der ganzen Wellen von den Viechern mehr beschäftigt ist, als die Schwarmwirte selbst zu killen. Die Suche nach Macht hat dich an diesen Ort geführt. Macht, um Mengsk zu töten. Sag mir, was ich tun muss. Diese Macht ist sogar noch älter als ich. Und sie hat ihren Preis. Was bist du bereit, für deine Rache zu opfern? Alles. Du musst die Macht spüren. Sie ruft dich. Geh zu ihr. Ist da die Macht? Die Zerg haben deine Ankunft bemerkt. Sie sind hinter dir her. Aber Tur, schick mir die Kreatur, an der du gearbeitet hast. Den Schwarmwirt. Uressenz genutzt für Anpassung. Erschafft Schrecken, um Gegner zu töten. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe die Mission ja noch nicht gespielt. Ich habe auch mit dem Zerg. Urzerg im nicht so viel gespielt. Verwurzelt Schwarmwirte, damit sie Schrecken erschaffen können. Wie gesagt, ich hab zwar mit den Zergen ein bisschen gespielt, aber mit den Schwarmwirten halt noch nicht. So wirklich. So, kann ich damit angreifen? Nee. Aha, da ploppen die Viecher raus. Der Schwarm ist hungrig. Und jetzt diese kleinen Biester hier haben wir die ganze Zeit und können die anderen hier beseitigen. Die sind halt vergraben und sind unsichtbar. Das ist der schöne Part dabei. Achso, guck mal. Los jetzt. Okay, ganz unsichtbar sind wir schon nicht. Die Streitkräfte der Urzerg wurden eliminiert. Dein Weg ist frei. Also zumindest sind sie ein bisschen größer geworden. Man kann auch die kleinen Viecher erschaffen lassen und dann... Wer hat dich gefragt? Kann man die steuern, was ist auch ganz, ganz angenehm ist. Zumindest meine ich das. Sagen wir mal, man greift... Wobei, ich muss angreifen, hallo? Ich kann nicht angreifen, schade. Schade, das ist schade. Okay, dann kann ich das also nicht. Also zum Erkunden ist es eher ungeeignet, sag ich mal. Lasst uns das, was ist denn hier für? Achso, das ist alles Zerg-Krams. Gut, dann gehen wir da mal hoch. Hallo, ausgraben. Wir sind alle eingegraben. Achso, das hatte ich nicht bemerkt. Sehr gut. Auf jeden Fall, die Viecher sind halt. Ich sag mal, sobald die sich ausgraben müssen, sind die nicht so gut.
Der Moment ist bald gekommen. Ist dein Hass immer noch stark genug, um das notwendige Opfer zu bringen? Es ist ein Teich. Der erste Brutschleimpool. Er existierte schon, als es noch keinen Namen gab. Von diesem ursprünglichen Ort stammen die Zerg. In ihm wurde die erste Essenz zu viel. Sie verschlangen sich und gewannen an Stärke. Die ersten Zerg. Du wirst deine Macht bekommen und dich selbst verlieren. Verändere dich, werde stärker. Empfehlung: Pool meiden. Katalytische Flüssigkeit wird Körper der Königin überwältigen. Nicht stark genug. Der Hass der Königin ist stark genug. Und wenn ich überlebe, wird es mich neu erschaffen. Ich werde noch mächtiger werden als die alte Königin der Klingen. Zagara, verteidige den Schwarmcluster und den Kokon, bis ich vollendet bin. Oder tot. Ja, meine Königin. Aha. Kerrigan wird immer unmenschlicher, habe ich so den Eindruck. Das ist nicht unbedingt so cool, finde ich. Also zumindest, also wenn man halt will, dass sie Mensch ist, dann ist es halt nicht so gut, wenn sie unmenschlich ist. Ist, glaube ich, verständlich, ne? Also, ja. Wir brauchen mehr Schwarmwirte. Erschafft mehr aus den Larven an der Brutstätte. Wir haben hier, wie weit haben wir denn Sicht? Können wir alles sehen hier, ja, ne? So ziemlich. Schwarmwirte brauchen wir hier. Die können wir sogar bauen. Was brauchen wir denn dafür? Eine Verseuchungsgrube. Eine Verseuchergrube vielmehr. Dann mal Upgrades. Ich hätte gerne... Ah, wie... Aha. Die heißen auf Englisch Swarmhost. Wer hätte es gedacht? Dann ist A. Okay, A geht auch für Schwarmwirt. Die Überreste von Bracks Truppen sammeln sich in der Nähe. Sie bereiten sich auf einen Angriff auf unseren Schwarmcluster vor. Wurzelt unsere Schwarmwirte und Krabbler am Eingang ein. Machen wir's da. So, ich hätte trotzdem nochmal... ein paar Dröhnchen hier hätte ich gerne. Ja, ich hau mir hier meine ganze Palette an Drohnen hin. Also, damit die da auch was zu tun haben. Die sind alle vergraben, das sieht nicht wirklich... Das sieht nicht wirklich vergraben aus, ehrlich gesagt. Eigentlich sind die Viecher unsichtbar, zumindest im Multiplayer. Ich weiß nicht, wie das hier aussieht. Das wird aber knapp, das wird nicht nur knapp, das wird, das geht überhaupt nicht. Hier, Muties. Ihr müsst immer mitkommen, ihr müsst mithelfen. Hier, du kannst dich da auch nochmal hingraben. Ihr müsst ja aber mal sowas von mithelfen, hier, das wird so ein bisschen knapp. Aber das hat noch funktioniert hier, die kleinen Schrecken, die sind schon ganz okay. Also wir sind eigentlich viel zu dicht dran hiermit. Die müssen eigentlich. Hier die ganzen Schrecken können eigentlich bis hier hinten ganz hinlatschen. Könnten die, wenn man zumindest. Also zumindest im Multiplayer. Ich weiß halt nicht, wie das hier ganz normal ist. Ich weiß nur den Vergleich mit dem anderen. Mehr Overlords. Ja, habe ich nicht. Ja, Mineralien habe ich auch nicht. Vor allem nicht, wenn ich die gerade hier zum Gas holen schicke. Achso, hier die Crawler haben wir natürlich auch. Hier die Spore, die Stachelkrabbler. Das ist meine Nummer zweimal hier. Kerrigans Kokon. Wir haben noch 22 Minuten Zeit, um uns zu verteidigen hier. Ich vermute mal, die Viecher werden nicht nochmal hier kommen, sondern vielleicht... Ne, hier nicht. Wahrscheinlich von rechts, denke ich mal. Das heißt, ich hau mich mal rechts hier mit den Spinecrawlern hin. Mit den Stachelkrabblern. Ich denke mal, das wäre ganz sinnvoll. Zumindest so... Ja, ausgraben. Hops, ihr Kinder. So. Machen wir es so. Machen wir das so. Und die Jutas kommen mal in der Mitte. Ach, hier sind noch mehr. Ich spüre, wie sich ein weiteres Rudel der Urzeit auf der anderen Seite des Beckens sammelt. Siehst du mal, die kommen von der richtigen Richtung aus. Ja. Ihr habt Merk getötet, doch sein Rudel lebt weiter.
Wobei, das ist doch was anderes hier. Aber bin ich mal gespannt. Ich brauche trotzdem noch mehr Drohnen hier und vor allem gleich auch noch mehr Overlords. So, was will ich denn? Hier, die hauen sich gegenseitig an, natürlich. Dann ist das kein Problem. Wir brauchen eine zweite Hatch hier, eine zweite Brutstätte. Die Fraktionen hätte ich wirklich der Urzark hier, ne? Greifen sich gegenseitig an. Das ist schön. Sollen sie sich doch gegenseitig umbringen. Wir konzentrieren uns auf den Schutz des Kokons. Das ist vollkommen richtig. Ich hätte gerne noch zwei Queens. Ich hätte gerne einen Mutalisk hier, einen Mutalisken. Ich habe euch nicht vergessen, verfälschte Schlüssel. Eure Anführerin schläft. Sie wird nicht erwachen. Eure Essenz wird ein Festmahl für mein Rudel sein. Ja. Wobei, warte mal. Die Rudel macht sich bereit, unsere die müsste ich hier hinter vergraben. Den Zorn des Schwarms. Da so, genau. Da so. Damit die auf die auf die Stachelkrabbler gehen und nicht auf die Würte hier selber. Das wäre ganz cool. Weil das macht es ein bisschen billiger. Hier die Königin darf da mal hinkommen, damit die ein bisschen heilen kann. Ich brauche immer noch Drohnen. Immer noch. Und ich brauche mehr Overlords. So, zack. Eine Queen. Queen McQueen. Ich meine, Queen. Frau Queen. So, siehst du mal, das klappt schon besser hier. Wir werden auch angegriffen. Sollen die Locusts erstmal hier, die Schrecken sollen das erstmal machen. Und dann geht das ja hier. Viecher. Overlords habe ich jetzt genug, glaube ich. Das geht schon, von da oben kommt ja nichts. Ich bin alle mal da hoch. Eine Drohne. So, jetzt können wir mit den kleinen Viechern mal hier ein bisschen unterwegs sein. Ein bisschen jetzt können wir die durch die Gegend schicken und leider zerplatzen die dann einfach. Das ist ein bisschen schade. Die machen dann einfach Puff und dann ist das wie Puffreis halt. Das ist kaputt. Wobei Puffreis isst man meist eher. Und lässt man nicht in die Gegend laufen, damit die gegen Einheiten kämpfen und dann zerplatzen. Das ist dann Fair-Puffreis oder halt Kampfreis. Eine seltene Sorte ist leider nicht mehr erlaubt hier. Bei uns, sonst hätten wir die natürlich ständig im Regal stehen. Guti, hier eine Drohne. Hätte ich hier noch ein paar mehr von. Hier, komm. Können wir mal beide Sachen hier vollzimmern. Ich bin mal gespannt, von wo die das nächste Mal jetzt... Oh, weil die werden von da kommen. Zagara. Wichtige Entdeckung. Uressenzen sammeln sich im Pool. Das ist ja schön. Verwenden. Viele Schrecken erschaffen. Machen wir so. Schwarmcluster gegen Urzark verteidigen. Dieser Urzark geben nicht nach. So. Erschafft die Schrecken. Tötet sie alle. Ja, ist sehr gut. Ich komme ja schon. Ich komme. So. Okay, das läuft schon mal. Hier, die Krabbler sind natürlich tierisch langsam. Das heißt, ich musste eigentlich noch ein paar mehr erschaffen. Damit das ein bisschen Späße macht. Und ich habe Zerklinge. Habe ich Zerklinge irgendwann mal gebaut? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, ich habe die wiedergebaut, aber ich habe eigentlich keine gebaut gehabt. Ich mache trotzdem mal so ein paar Zerklinge hier. So ein bisschen übertrieben viele. Ja, tipptopp. Wobei, meine ganze Schwarm wird sterben. Verdammt. Das ist uncool. Das ist höchst uncool. Hier die ganzen Zerglinge können mal direkt da drauf gehen. Ah, meine ganzen Würte. Ach, hier sind die ganz anderen. Okay. Ja, gut, wir haben es jetzt hier geschafft. Aber zu welchem Preis? Ich muss hier das Zeug echt mal verbreiten. Habe ich noch... Jetzt habe ich schon wieder keine Queen. Ich habe noch eine Queen. Ha! Ich muss den Creep aber mal sowas von ausbreiten. Wollte ich nur mal erwähnt haben hier. Drohnen. Und Upgrades sind natürlich auch der Knaller. Ich weiß nicht, ob die Schrecken auch als normale Bodeneinheit zählen. Einheiten der Urzark geschickt, um den Kokon anzugreifen. Ach nee, ey. Mann, ey, meine. Das ist jetzt echt blöd. Ich glaube, ich muss allein nochmal neu starten hier. Als Verteidigungseinheit sind die Dinge eher so, habe ich den Eindruck. Okay, das wird schon mal nichts, glaube ich. Ich glaube, das kann sich mal knicken hier.
glaube, ich mach's mal sinnvoll und starte nochmal eben neu. Mission neu starten, schwer, ja, neu starten. Wir kriegen das hin auf schwer. Das war jetzt einfach nur eine ungünstige... Na, sobald man einmal seine komplette Armee verloren hat, hat man nicht mehr genug Zeit, dass man wieder quasi neu aufbauen kann und, also zumindest nicht oft auf dem Schwierigkeitsgrad. Ja, ist ja gut. Wobei, hätte ich, warte mal, laden. Zerus. Nee, es gab keinen Checkpoint hier, oder ist der einfach Datum? Zerus. Nee. Okay. Hätte sein können. Ja. Urzerk im Anmarsch. Verwurzelt Schwarmwirte, damit sie Schrecken erschaffen können. Hätte sein können, dass es einen Checkpoint gab, nachdem, sie kommen. Ach, Schrecken erschaffen. Okay. Okay, dann geht es aber deutlich besser. Alles klar. Das ist natürlich deutlich angenehmer. Das ist mal deutlich angenehmer hier. Wenn man die, selber auch erschaffen kann. Das wusste ich nicht. Wie gesagt, ich habe mit den Schrecken, oder mit den den Schwarmwirten nicht so wirklich gespielt. Von daher, kenne ich mich entsprechend auch nicht so ganz aus. Der Schwarm schlägt. Aber wir kriegen das hin. Das ist jetzt eher so. Es ist jetzt eher so. Ungünstig gewesen. Mehr glaube ich nicht, dass wir nochmal neu anfangen mussten. Der Moment ist bald gekommen. Ja, ich weiß. Ist dein Hass immer noch stark genug? Ja, mein Hass. Hass! Tommy Haas ist. Tommy Haas ist stark genug, ja. Ein Teich. Oh nein, ein Teich! Ich speichere mal. Die Feuerprobe ist das Ganze. Schön. Feuer ist gefährlich, liebe Kinder. Bitte da vorsichtig sein. Die kommen erst von links. Hier so, da so. Eine Kauin hätte ich gerne. Und die macht zwei von den Pünöpeln dahin. Und dann auch noch zwei von denen dahin. Und da hätte ich gerne. Vergräbst du dich da einmal. Und dann vergräbst du dich da einmal. So da direkt daneben. Und ihr, da wo ihr seid, seid ihr eigentlich super. Weil ihr seid super. Weil der ist nicht so super. So. Ja, und ich brauche halt unbedingt mehr. Hier, die Stachelkrabbler. Da habe ich nur einen erschaffen, ne? Einen Tumor hier. Der ist ein bisschen wenig. Oder hat sie da keine Böcke mehr zu? Ach, die Zeit ist ja begrenzt. Okay. Truppen sammeln sich in der Nähe. Sie bereiten sich auf einen Angriff auf unseren Schwarmcluster vor. Ja, dort ja. Sind unsere Schwarmwirte und Krabbler am Eingang ein. Ja, ja. Krabbler, meint das die? Achso, das meint die Krabbler, okay. Nicht die Krabbler, als klingt wie irgendeine Mafia-Bande. Die Krabbler. Ein bisschen zumindest. Halt eine sehr krabbelnde Mafia. Eine Kindergarten-Mafia. Soll es ja auch geben im Kindergarten. Wenn dies ja gegenseitig erpresst wird. Unter den Kindern schon. So, wo sind wir denn? Okay, die erschaffen sich hier fleißig. Hier sind noch keine Hochschießende bei. Das sollen Zeltlinge sein. Okay. Die sehen so cool aus. Finde ich. Ich finde die hübsch. Ich finde die allgemein irgendwie hübscher. Hier die gegnerischen Einheiten. Also die in Natur Zerg, sag ich mal. Finde ich hübsch. Und Platz. Das ist so. Ja. Auch mit den Geräuschen. Das klingt, als ob man irgendwie in einen Haufen reintritt. So ein bisschen. Tja. Zerg halt. Haha. Ihr kommt auf die andere Seite. Und ich hätte gerne wirklich, wirklich hier noch ein paar weitere Viecher. Und zwar brauche ich Stachelkrabler. Hier oben bitte gerne. Das wäre nochmal der Knaller. Da, vier Stück einfach hin. Man weiß ja nie. Man wird sie immer brauchen. Weil hier noch eine zweite mache ich noch, hier auch noch. Wobei, die kann ich hier unten eigentlich hinmachen, oder? Hier vorne schon. So, und die beiden. Kommen wir dazu. Dann haben wir hier zwischendurch noch einen kleinen Durchgang. Ich hätte eigentlich eine ganze Menge gerne hier. Und da noch, kann ich noch eine zweite Dingens bauen, eine zweite Basis hier. Damit das alles ein bisschen schneller erschaffen werden kann. Denen geht's hier gut, ne? Geht er mal dahin. Ist ein bisschen dichter dran. Wie sich ein weiteres Rudel der Urzerk auf du heilst automatisch, und das ist gut.
Verfälschte Zerg! Ihr habt Mrak getötet, doch sein Rudel lebt weiter! Ihr Territorium gehört mir, genau wie ihre Essenz! So, das hier alles mal ordentlich machen, alle ordentlich zusammenführen und machen. So, ja, ist ja alles schön und gut hier. Ich will mich noch mehr ausbreiten hier, damit ich noch früher... Weil ich sehe ja alles, das ist ja eigentlich der Vorteil. Sich gegenseitig an. Sollen sie sich doch gegenseitig heilt sich, das ist, heilt sich ein bisschen, wir ne? Wir konzentrieren uns auf den Schutz des Kokons. Da, drei kommen zum Gas holen da rein. Ich brauche Scheiße, alle wären eigentlich auch noch mal ganz cool. Bei Overlords werden auch noch. Eure Anführerin schläft. Sinnig. Sie wird nicht erwachen. Eure Essenz wird ein Festmahl für mein Rudel sein. Sind das meine Kumpels hier? Nee, ne? Das sind beides Naturzerg. Oder ja, Urzerg. Das Rudel macht sich bereit, unseren Schwarmcluster anzugreifen. Zeig das ist ja gut. Urzerg den Zorn des Schwarms. Ist ja gut. Ich habe jetzt noch überhaupt keine Schwarmwürde gemacht jetzt hier. Wir brauchen aber mehr Mineralien, habe ich gehört. Ich weiß nicht warum, aber wir brauchen mehr davon. Hab ich so eine Stimme, die flüstert mir das irgendwie ein? Ja, die Stachelkrabbe sind immer sowas von angemessen, sag ich mal hier. Die Königinnen machen ihr Werk sehr gut, das heißt, die heilen jeden Krabbler. Die könnte ich noch ein bisschen weiter nach vorne platzieren hier, tatsächlich. Die Schwarmwirte. Ich muss da einfach auch noch mal ein paar mehr machen hier. Ich brauche noch erstmal Overlords. Ganz viele, ganz dicke Menge Overlords. Und ich brauche Mineralien. Das ist blöd. Meine Abbauraten sind gerade nicht sonderlich hoch. Ich speichere trotzdem einfach mal. Das kriegen wir bestimmt hin. Also ich bin der Meinung, dass wir das hinkriegen. Falls wir es nicht hinkriegen, dann kriegen wir es halt... Nicht unbedingt hin. Ich hätte gerne ein Upgrade, dass sie wirklich unsichtbar sind hier. So, da können welche hin und zwei gehen dann aber dahin tatsächlich. Genau, die kommen jetzt von da von der anderen Seite aus. Die Kvinis können hier auch mit hinkommen. Die kann sogar auch hier hinkommen. Weil dann heilt sich das hier immer schön gegenseitig auf. Drohnen, so. Jetzt bekommen wir da hier hoffentlich gleich ein bisschen Geld rein. Wenn hier alles... Mehr Arbeiter bekommt. Wichtige Entdeckung. Uressenzen sammeln sich im Pool. Ja, ich weiß. Kann verwenden. Viele Schrecken erschaffen. Schwarmcluster gegen Urzerg verteidigen. Diese Urzerg geben nicht nach. Erschafft die Schrecken. Tötet sie alle. Ja, aber wie im Pool? Achso, im Pool? Im Pool? In welchem Pool? Hier oder was? Nee. Hä? Ich weiß es nicht. Jo, kann ich... Ah, okay. Schrecken geschaffen. Aha. Ach, guck mal. Aber was ist das denn hier? Nein, das ist ja immer der Knaller. Ach so. Auf einsetzen. Okay. Na, damit geht das... Dann hätte wir es eben aber auch schaffen können. Das ist ja quasi so einmal... So ein Freigewinn hier. Das ist ja immer der Knaller. Das ist interessant. Brauche ich hier den ganzen... Na gut, ich brauche den ganzen anderen Kram schon, klar.